Natürlich. Wer verschwindet schon gern? Aber dieses zu bedenken, denk es, heißt ja nicht, davor niederzufallen. Wolfgang Grimms Œuvre ist ein Phänomen. Der Schaffensprozess selber ist wie eine Flüssigkeit, wie ein Strom. Die Rezeption ist immer strömungsbedingt. Rim ist ernst. Er hat Humor, natürlich einen grandiosen sogar, aber die Musik ist eine tief ernste Musik. Insgesamt innerhalb der Musikgeschichte einer der Komponisten, der am besten für die menschliche Stimme schreibt und geschrieben hat, also inklusive aller anderen Epochen. Zutiefst erschreckend, die eigenen Grenzen so ganz direkt vor Augen zu sehen. Ist nichts Festes, verstehen Sie? Das sind vage, schwebende Schollen. Es ist eine Fülle an Musik. Und es gelingt nur wenigen, wirklich eine so starke und persönliche Sprache zu finden und etwas so Einzigartiges zu schaffen, dass sie im Bereich der neuen Musik zu Berühmtheiten werden. Ein Geschiebe, ein ständiges Geschiebe. Das ist Erfolg, finde ich.